Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Risen an diesem ultimativ heißen Tag, Sommertag. Was haben wir heute? Ich glaube Donnerstag. Ja, richtig, an diesem unglaublich heißen Donnerstag. Wir spielen weiter mit Risen. Wir wollen das ja nicht vergessen. Hab ewig nicht mehr aufgenommen, fällt mir gerade auf. Furchtbar. Das Talent Schleichen ermöglicht es dir, dich lautlos vorzubewegen. Ja, ich glaube, ohne Ventilator wäre ich hier ziemlich aufgeschmissen. Gut, dass ich den hab. So, ich hoffe, man hört mich gut. Habe ich bald wieder was zum Rendern. Da fällt mir auf, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen Minecraft rendern, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, mal gucken. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal mit Risen weiter. Ich will das ja nicht vergessen. Vor allem liegt da noch ein der Großteil der Story liegt wirklich noch vor uns. Lädt das auch nochmal irgendwann fertig heute? Oh, es ist so ein Spaß, einem Ladebalken zuzuschauen, wie er sich dauernd füllt. Und jetzt geht's los. Sehr gut. Me gusta. So, also, was haben wir denn hier? WASD, richtig. Ich habe so viel League of Legends gespielt, glaube ich. Okay, Kamera, Q, Bertha, alles wie gehabt. Sweet. Dann wollen wir doch mal. In der Hafenstadt. Sehr gut. Automatisches Speichern. Und steckt die Waffe. Völlig übergeschnappt. Ja. Ich brauche Nahrung. Wenn hier schon so Hühner rumlaufen, dann nehme ich die mir auch. Da. Dann brutzeln wir uns jetzt erstmal eine Runde was. Irgendwie ist der Background Sound schon wieder extrem laut. Ich hoffe, das ist dann im Video nicht ganz so übertrieben. Ja, dann werde ich mir jetzt wirklich heute mal die Zeit nehmen und mich ein bisschen in der Hafenstadt... Okay. Ein bisschen in der Hafenstadt umzuschauen. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Ah, jammer mir nicht die Ohren voll. Hast du keine Arbeit? Ich habe die Kühe bewacht, aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Wie furchtbar. Hier hast du 25 Goldstücke. Und viel zu nett. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Tja, Bauern gehören ja auch nicht in die Stadt. Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau, ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann... Belschwur? Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Ich kann dir nicht helfen. Gut, dann gehen wir mal zu Meister Belschwur. Noch Hühner? Apfel. Apfel ist gut. Guter Apfel. Da. Ja, ich habe eigentlich noch relativ viel Nahrung sogar. Hier sind ein paar Pilze. So. Wunderbar. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Oh. Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. Und ich habe schon mehr als genug davon.
Ist das so? Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Kann man den bestehlen? Das ist zu riskant. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Genial. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Shit happens. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Richtig so. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Klingt gut. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Wie kann ich dir helfen? Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Oh ja, langsam ich geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Passiert. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Oh, das klingt doch gut. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Schöne Funktion, passt mir ganz gut. So, Alter, so viel Gebabbel. Was war speichern? Ah, perfekt. F8. Da ist das... Oh. Warte. Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das will ich auch sein. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Ist ja auch deren Stadt, ne? Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Ganz ehrlich, warum muss es eigentlich immer regnen? Das ist doch unglaublich.
Wann immer ich spiele. Warum schmeißt du die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Wie kann ich euch helfen? Klingt doch gut. Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger. Die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Wie hoch ist die Belohnung? Oh Mann, ey. 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Hm. 150 sind halt mehr als 100, ne? Oh, Wolfsfell. Naja, mal gucken. Weil eigentlich will ich mich ja wirklich dem Orden anschließen. So, wen haben wir da? Fuller. Hallo, Fuller. Hi. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Klingt gut. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Ich bin ein blöder Ogre. Worauf passt du auf? Auf Costa, er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Hm, passiert. Arbeitest du für Costa? Nein, hier verdiene ich wenigstens ein bisschen Gold. Unten am Hafen ist nichts mehr zu holen. Keine Schiffe, keine Arbeit. Dann doch lieber hier aufpassen. Klingt gut. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Aber auch mal schauen, was es hier so gibt. Hat sich ja gelohnt. Sägeblock. Oh, Hanawurzel. Mir geht's gut. Bürgerin. Ja, ganz gut. Könnte besser sein. Oh, Wasserpass. Perfekt. So. Wunderbar. So, Costa. Willkommen. Ich bin Costa, der Pfandleiher. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann's dir besorgen. Klingt gut. Deine Waren sind viel zu teuer. Wenn du kein Gold hast, dann verschwinde hier. Bettler kann ich nicht ausstehen. Oh. Das ist interessant. Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Damit handelst du dir nur Ärger ein, aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür. 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber und du kannst ruhigen Gewissens schlafen. Perfekt. Wo bekommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. Geil. Du beutest die Bauern aus. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie.